Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu unserer Morgenroutine. Wir sind heute extra ein bisschen früher aufgewacht. Oh. Damit wir euch in unseren Tag mitnehmen. Wir sitzen aber noch müde. Es ist zu früh zu reden. Ja, wir haben keinen Kaffee, nix. Also wir haben gerade mal noch Zähne geputzt, Gesicht gewaschen und jetzt geht's schon los. Wir lassen zuerst die Welpen frei, das ist unsere erste Aufgabe und danach füttern. Aber geht mit den großen Hunden Gassi und so weiter. Ja, sie machen dies, das mit den Kindern. Kinder aufwecken, also let's go. Viel Spaß mit dem Video. Als erstes kommen natürlich die Welpen in den Garten. Zuerst die Mama Goldi voraus und dann trappen schon alle hinterher. Wie ihr seht, schauen sie alle wie kleine Wollknödel aus mit Beinen. Ich mache dann die Wassernäpfe ein bisschen sauber, schütte das schmutzige Wasser von gestern weg und mache frisches hinein. Das mache ich dann, wie ihr seht, bei allen weiteren. Wir haben nämlich viele, weil wir auch viele kleine Welpen haben. Und da das Wetter so optimal schön ist, füttern wir die Welpen natürlich draußen und nicht drinnen, weil es einfach, ja, sage ich mal so, weniger Arbeit ist, wenn wir sie draußen versorgen. Ja, und während ich das alles vorbereite, werden die Welpen noch von ihrer Mama gestillt. Und das macht sie so jeden Morgen ganz, ganz fleißig. Die ist ganz brav, die süße Goldi. Aber natürlich reicht ihnen das nicht aus, wenn sie nur gestillt werden. Seitdem sie 4 Wochen alt sind, bekommen sie auch 3 feste Mahlzeiten, also mit Nassfutter und auch Trockenfutter. Und ja, es muss aber spezielles Welpenfutter sein, weil das ist auch viel besser verdaulich für sie. Und ja, wie ihr seht, können die das schon sehr, sehr gut. Und in der Zwischenzeit kümmert sich Papa um die Hühner und die Enten und versorgt sie erstmal mit frischem Wasser. Hierfür wird die Muschel für die Enten schon mal bereitgestellt, damit sie dann ein bisschen planschen können. Es wird ja sehr, sehr heiß. Und natürlich wird auch der Wassertrog für die Hühner vorbereitet. Einfach das alte Wasser wegschütten, auswaschen und frisches Wasser dazugeben. Und anschließend können auch die ganzen Damen schon freigelassen werden. Hilfe! 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 Schauen wir mal, ob Patrick und Michelle wach sind. Michelle? Ja. Bist du wach? Ja. Patrick wach? Ja. Alles gut. Bei den Großen funktioniert das ja schon ohne Hilfe, deswegen gehen wir jetzt die Kleinen aufwecken. Guten Morgen, Mausis. Aufwachen. Aufwachen. Wer frühstücken will, muss aufstehen. Sonst müssen wir ohne Frühstück im Kindergarten. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Winke, winke. Wünsche euch einen schönen Schultag. Tschüss.
Ihr müsst zurückwinken. Und natürlich müssen auch die großen Hunde eine richtige große Gassi-Runde gehen am Morgen. Da kümmert sich immer der Papa darum, während ich die Mädels fertig mache. Ich muss ja morgen auch mein Medikament nehmen und zwar habe ich ja Hashimoto, deswegen muss ich ein Tyrex nehmen. Ich nehme 50 Mikrogramm jeden Tag eine, damit meine Schilddrüse super funktioniert und ja, tägliche Routine bei mir am Morgen. Ich muss dann nämlich eine halbe Stunde warten und darf nichts essen oder trinken, außer Wasser. Während die Kinder frühstücken, werde ich jetzt die Zeit nutzen, um mich ein bisschen fertig zu machen. Das schaffe ich manchmal, manchmal schaffe ich es nicht. Es kommt darauf an, ob der Kleine noch schläft und aktuell schläft er noch, deswegen nutze ich die Chance. Und ja, schminke mich ein bisschen für den Tag. Nichts Dramatisches, nur ein bisschen Make-up und der Rest ist ja schon wie Wimpern. Und Augenbrauen sind schon, deswegen wird es eine schnelle Sache. Fertig, gehen wir uns anziehen. Ja, und nachdem die Mädels gefrühstückt haben, wird mal Zähne geputzt, bevor wir uns anziehen. Wir kennen das alle, ne? Zahnputzflecken auf den Klamotten, das ist ganz Standard. Deswegen noch im Pyjama Zähne putzen. Ich putze zuerst bei der Luisa, die Lara macht das schon selbst. Und danach wird natürlich nochmal bei der Lara nachgeputzt, weil, naja, sicher ist sicher. Und während ich mich um die Mädels kümmere, ist der Papa natürlich auch fleißig. Der räumt natürlich währenddessen den Geschirrspüler aus und dann auch wieder ein. Weil bei uns ist halt, wie ihr euch denken könnt, immer viel Geschirr. Deswegen arbeiten wir Hand in Hand, so geht es einfach schneller. Und nachdem die Mädels auch schon fertig für den Kindergarten angezogen sind, bürste ich ihnen dann die Haare. Ich fange immer zuerst mit der Lara an und anschließend ist natürlich auch die Luisa dran. Und wenn wir die Haare fertig gebürstet haben, dann schmiere ich die Mädels immer mit Sonnenschutz ein. Das ist vom Kindergarten so empfohlen und ja, wir machen das wirklich jeden Morgen. Und ja, somit Safety first, ne? Sonnenschutz. Und die Kinder schmieren sich dann sowieso nochmal im Kindergarten ein. Deswegen, ja, das ist so eine Routine von uns geworden und ja, die Mädels rebellieren auch nicht, das passt halt schon. So, die Mädels sind jetzt fertig angezogen, fertig angeschmiert und jetzt Schuhe anziehen. Ich will heute die Sandalen anziehen, weil das ist mit dem Wappen nicht bequem. Na, dann zieh die Schuhe an, die du machst. Natürlich. Tschüss. Tschüss, Marschis. Tschüss, Mama. Tschüss. Die Kinder sind im Kindergarten, wie ihr gesehen habt. Jetzt sind wir zu Hause zu zweit, zu dritt eigentlich. Der dritte vielleicht noch. Der kleine Mann vielleicht noch. Ja. Und die Mama macht auch einen Kaffee. Sie hat frische Zähne gekauft. Und wir werden dann gemeinsam noch frühstücken und dann wieder ab an die Arbeit. Mittlerweile ist auch schon unser Prinz wach. Guten Morgen, Mäuschen. Bist du wach? Papa? Wir sind wach. Wir sind wach. Schlaf mal, du mal so pinkig geworden. Schlaf mal. Du wirst geschlafen. Die Emi ist auch wach.
Hi. Mama, danke. Hi. Was suchst du hier, bitte schön? Ich stehe im Bett. Und die Sophie. Ich bin die Ganon. Wie ist das hier? Emmy. Oh, Emmy. So, nachdem der Kleine jetzt munter ist, ich habe ihn jetzt umgezogen und werde ihn jetzt kurz in die Wippe legen, damit ich das Bett machen kann. Und die Sophie und die Emmy natürlich aus dem Bett runterschmeißen. Ja, gell? Das war's jetzt mit unserer Morgenroutine. Wie ihr seht, ist es bei uns schon sehr turbulent und geht richtig Vollgas los gleich um 6 Uhr. Wie schaut's bei euch aus? Schreibt's mal unten in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und genau. Bis nächstes Mal. Tschüss!